Ja, so einen schönen guten Abend. Ich habe heute über den Tag eine Menge Zeit in verschiedenen Matrix-Räumen verbracht, um mich mit dem Videokonferenz-Tool Jitsi anzufreunden und herumzuärgern. Und wir testen im Moment gerade eine kleine Videokonferenz und wollen gemeinsam mit Claudia Albrecht vom ZIL und Marco Ott ganz kurz in einem Raum vorführen, was man mit einer Videokonferenz im Moment tun kann. Wir wissen, dass es hier Probleme gibt, aber im Wesentlichen sind alle Seiten bemüht, hier eine schnelle Lösung herbeizuführen, sodass wir bestenfalls mit diesem Tool aus Matrix heraus in Seminarumgebung im Sommersemester in die Präsenzlehre starten können. Genau, ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die Gruppe, da haben wir die Videokonferenz, das ist ein bisschen der Vorführeffekt. Wir mussten ein wenig testen vorher. Nicht, dass wir hier Probleme haben. Und sind jetzt mehr oder weniger schon in der Gruppe, in der die Videokonferenz wird hier eingebettet mit einem sogenannten Widget. Und dieses Jitsi-Widget kann in jeder Gruppe funktionieren. Es war zum Beispiel jetzt so, dass wir mit Claudia Albrecht Probleme hatten bei der Herstellung der Verbindung. Und das sieht man hier in dem Chatverlauf, den man dann nebenbei noch hat und kann dann natürlich auf bestimmte Probleme eingehen, die auch die einzelnen User haben. Allerdings sei dringend empfohlen, bitte, 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 wer dieses Widget nutzt, sollte es vorher einmal getestet haben und die Funktionalität sehen, sodass er ungefähr weiß, auf was er sich da einlässt. Gut. Ausgangskonfiguration empfehle ich im Übrigen gern so, dass man den Ton ausschaltet, die Mikrofone ausschaltet und auch die Kameras, um erstmal zu sehen, ob man überhaupt miteinander ins Gespräch kommen kann. Und das, was ich Ihnen jetzt zeigen kann, ist der sogenannte Walkie-Talkie-Modus. Also die beiden, die jetzt da sind, müssen mich schon ertragen. Also indem Sie nämlich, wenn Sie die Gruppe betreten, das Mikrofon deaktivieren und dann mit einem Druck auf Space den Ton in der Gruppe anschalten, um dann zu sprechen und den Ton wieder auszusetzen. Genau. Das Ganze probieren wir jetzt mal hier in der Gruppe. Also einen schönen guten Abend, Herr Ott, Frau Albrecht. Schönen guten Abend. Sehr schön. Frau Albrecht, können Sie mich hören? Wenn Sie die Space-Taste drücken, dann können Sie vielleicht, dann können wir Sie auch hören. Jetzt ist sie weg, oder? Ja, dann warten wir mal, ob sie wiederkommt. Also im Wesentlichen, Herr Ort, können Sie ganz kurz was dazu sagen, was Sie in dem Projekt machen und welche Aufgabe Sie hier in der Matrix-Umgebung und haben und mit Jitsi zu tun haben. Also in dem Projekt selber habe ich gar nichts zu tun. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftswissenschaften und habe aber das Matrix-Werkzeug schon mal probehalber benutzt und fand es eigentlich damals schon ganz gut und freue mich jetzt, dass wir es in der, naja, nicht ganz einfachen Situation produktiv einsetzen. Und ja, ich möchte es eigentlich in erster Linie für die Kommunikation am Lehrstuhl verwenden, aber auch mit den Studierenden einsetzen, das heißt für die verschiedenen Seminare und Vorlesungen dort Räume erstellen, mich mit den Studierenden austauschen, was einfacher ist als per E-Mail und möglicherweise, wenn es die Technik zulässt, dann ebenso wie hier kleinere Seminare als ja, Gruppendiskussionen führen, Vorträge hier darüber führen und ja, das wird sich dann einfach zeigen, was funktioniert und was nicht. Ja, so ist das bei mir eigentlich auch. Ich bin sehr überrascht, wie produktiv man in so einer kleinen Umgebung wie hier arbeiten kann. Hoffe auch, dass wir bis zum Sommersemester die Struktur so weit haben werden, dass wir aus Matrix heraus mit Jitsi arbeiten können. Und dazu werden auch virtuelle Serverkapazitäten aufgebaut. Die Leitung aber, habe ich das Gefühl, läuft ganz stabil. Ich würde jetzt mal auf den großen Bildschirm stellen und wir probieren mal, die Kameras zu aktivieren. Vielleicht kann man dann noch das eine oder andere zeigen. So. Ja, so ist doch gleich viel besser. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ich für das Experiment auch hier zur Verfügung stellen, das zu testen.
Vielen Dank, dass ich zur Verfügung stelle, das Experiment auch zu testen. Jetzt habe ich die Leertaste vergessen, ein typischer Anfängerfehler. Ich würde jetzt auch mal ganz kurz auf Vollbild stellen, sodass man sehen kann, was man daran macht. Das sollte natürlich in der Seminarumgebung nicht so sein, dass man dann nur in diesem kleinen Fenster operiert, sondern dass man auch miteinander ins Gespräch kommt. Jetzt fragt Frau Zill, ja, eigentlich sollten Sie mich hören. Aber ich gehe jetzt mal auf das, ich gehe jetzt mal auf das Vollbild. Moment. So. Das wäre jetzt der Vollbildmodus. Und wenn man Herrn Ott nicht die ganze Zeit, wenn man Herrn Ott nicht die ganze Zeit im Vollbild sehen will, dann kann man das Ganze mal so machen, dass man hier diese Detailansicht, also Tunnel View, verwendet. Für die Organisation im Übrigen dieses Videostreams empfehle ich Ihnen dringend, dass Sie bei den Einstellungen in den Vollbildmodus zunächst wechseln. Denn von hier aus können Sie die ganzen Optionen sehr viel besser ansteuern, als wenn Sie es nur in diesem kleinen Widget-Fenster probieren. So, jetzt muss ich das Mikrofon mal dauerhaft anstellen. Sie können mich dann gern auslachen und ausschimpfen. Einfach deshalb, weil ich sonst das Ganze nicht bedienen kann. Also hier haben wir die weiteren Einstellungen dahinter. Das meinte ich mit der Frage, was man hier genauer machen kann, nämlich dass man hier die Kameras einstellt, die Mikrofone und so weiter und so fort. Und dass man sehr viel einfacher an die jeweiligen Aufgaben herankommt. Das Interessanteste, das zeige ich Ihnen jetzt noch hier, ist die Bildschirmfreigabe, sodass Sie hier Anwendungsfenster oder auch den gesamten Bildschirm teilen können. Das macht jetzt in dem Stream insofern wenig Sinn, weil Sie den Bildschirm sowieso schon sehen. Aber Sie sehen, Sie können hier für andere die Freigaben setzen. Genau, das Bildschirm teilen würde ich jetzt wieder mal abbrechen, sodass man dann die Kamera wieder sehen kann. So, und jetzt haben wir im Wesentlichen eine Arbeitsumgebung, die für Seminare ganz gut funktionieren würde aus meiner Sicht, oder wie sehen Sie das? Geht mir auch so. Es kommt halt darauf an, ob entsprechend die Räume groß genug werden können, also dass genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinpassen. Wie Dann viele ist brauchen Sie? Na, wir reden schon von meistens 30 Leuten. Okay. Also wir haben jetzt so mit, also ich bin ja vorsichtig in den Spekulationen. Ich dachte jetzt vielleicht so 15, 20. Aber bei 30 Leuten, glaube ich, ist das System sehr stark herausgefordert. Benutzt man denn bei Ihnen noch Alternativen, also für solche Fälle, oder ist es so, dass Sie sich jetzt wirklich auf Jitsi einschießen würden? Also ich kann es nicht genau sagen, wie es für die anderen Kolleginnen und Kollegen ist. Ich werde auch versuchen, mit dem von Ihnen schon vorgestellten Loom zu arbeiten, also dass ich Okay. selber Einheiten habe und dass auch die Studierenden statt Vorträge zu halten einfach Videos produzieren sollen und die bereitstellen. Okay. Und ansonsten ja ausweichen. Also ich würde beispielsweise auch auf meine Nextcloud zurückgreifen. Da läuft eine Nextcloud Talk Instanz, die würde ich auch probieren. Das Also hatten wir heute so. Nachmittag, ne? Also mit Nextcloud Talk. Können Sie dazu möglicherweise noch in der Matrix-Gruppe auch nochmal eine Information bereitstellen? Das fand ich sehr interessant, vor allen Dingen, wenn es tatsächlich um den Austausch geht und nicht um das Bild, auch wenn es natürlich sehr schön ist, wenn man sich sieht. Aber vielleicht ist das noch eine gute Alternative, wenn man bis auf 30 Personen im Seminarraum hoch will. Genau, das könnte ich ausprobieren, müsste ich auch schauen, dass wir das mal ausprobieren mit 30 Leuten. Vielleicht kriegen wir so eine Gruppe mal zusammen. Schön wär's. Dann halt ein bisschen davon abhängig, wie performant der eigene Server ist. Also bei mir ist das ein kleines NAS. Das muss ich sehen, ob das das schafft und auch ob meine Leitung hier mit 50 Mbit Upload dann entsprechend warten. Das, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich noch oben hinauslaufen. Okay. Nee, gut. Ich würd vorschlagen, wir belassen es jetzt mal bei diesem kleinen Smalltalk, bei dem Experiment. Also einfach nur mal, um zu zeigen, wie das Ganze eingebettet ist, wie es funktioniert. Also vielen Dank. Bin auf den NetCloud Talk, genau so hieß es, ne? NextCloud Talk. Okay. Bin ich gespannt und wir schauen mal, wie das hier weitergeht. Ja, Claudia Albrecht ist leider nicht mehr im Chat drin, aber von der Sache her funktioniert auch bei ihr die Anwendung genauso wie bei uns. Und insofern wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend, Herr Ott, und wir Danke schauen Ihnen. mal, wie das hier weitergeht. Ja, also mit diesem, genau.
Ciao. Also mit dem Verlassen gehen Sie dann einfach aus dem Chat heraus und hier sehen Sie auch schon, wie dass das Ganze problematisch ist in diesem kleinen Widget, nämlich dass man jetzt hier theoretisch scrollen könnte und auch eine Bewertung eingeben müsste. Das Ganze ist auf den Vollbildmodus ausgelegt und noch nicht optimal. Das liegt also nicht an Ihnen oder Ihrem System, sondern daran, dass man hier versucht, ein Vollbild-Tool in einen Letterbox zu pressen. Und leben Sie jetzt erstmal damit. Das sind die ersten Versuche und Gehversuche. Und aus meiner Sicht macht das Ganze dennoch eine relativ schöne Figur. Genau, so sieht es aus. Jetzt schreibe ich hier noch mal ganz kurz Claudia Albrecht. Ja, leider, aber vielen Dank. Und damit würde ich ganz gerne auch den Stream beenden. Vielen Dank für das Mitverfolgen. Also es ist tatsächlich wirklich noch eine Arbeitsumgebung, wirkend Progress. Und dann kann man hoffen, dass neben Matrix auf virtuellen Servern auch Jitsi läuft oder das was, Tool, was Marco Ott gerade angesprochen hat, nämlich den Nextcloud Talk. Und wenn ich mich recht erinnere, ist auch noch Zoom im Gespräch, aber das warten wir mal ab. Ich denke, dass es hier nicht so viele Verfechter gibt und eher auf die Lösung mit Matrix und Jitsi gesetzt wird. In diesem Sinne, einen schönen Abend und hoffentlich auf bald. Ihr Alexander Lasch. So, Vorführeffekt. Entschuldigung, können Sie mich hören? Spacebar? Ja, ich kann sie hören. Super, okay, Entschuldigung, meine Tochter hat den Strom gekappt und dann fuhr das System mit einem Schlag runter. Aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt müsste ich das Präludium leider nochmal anhören, weil ich nicht weiß, was er jetzt an Qualität, was er aufgenommen hat oder nicht. Obwohl, warten Sie mal. Das kann ich eigentlich auch nachher rausschneiden. Da muss ich nur meine Brille aufsetzen, die Kamera ausmachen und dann mache ich so einen Füllsatz nochmal und dann geht's weiter. Okay. Ja, und genau an Jitsi für dieses Videokonferenztool wagen wir uns hier ran in einer Matrix-Gruppe. Die Ausgangskonfiguration empfehle ich im Übrigen gern so, dass man